Die Hedgefonds-Legende Stan Druckenmiller wurde gefragt, warum warst du eigentlich 1987 vor dem damaligen Crash, bei dem der Dow Jones ja zum Beispiel seinen größten jemals verzeichneten Verlust erlitten hatte zwischenzeitlich, warum warst du da eigentlich short? Warum hast du also auf fallende Kurse spekuliert? Und Druckenmiller sagte damals in Antwort auf diese Frage, es war eine Kombination mehrerer Faktoren, die Bewertungen seien extrem hoch gewesen, die Risikoprämien für Aktien dagegen extrem gering, also Risikoprämien, das ist die sogenannte Earnings Yield, die Gewinnrendite verglichen mit einer vergleichsweise sicheren Rendite, etwa bei US-Staatsanleihen. Außerdem hatte die Fed schon einige Male die Zinsen deutlich angehoben und vor allem die Marktbreite stimmte nicht. Es waren nur ganz wenige marktschwere Aktien, die die Indizes zu einer Rallye getrieben hatten. Und wenn wir jetzt mal über diese Dinge nachdenken, dann stellen wir fest, all diese Faktoren sind derzeit auch der Fall. Wir haben eine miserable Earnings Yield im Vergleich zur Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe etwa. Wir haben praktisch die Big Techs, die diese Rallye oder diese Kurssteigerungen in letzter Zeit ermöglicht haben. Die Fed hat mehrfach die Zinsen angehoben und dementsprechend haben wir jetzt wahrscheinlich nicht eine Situation, die zu einem Crash führen wird, aber die vielleicht zu einer scharfen Korrektur führen dürfte. Das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Wird die Bankenkrise der Auslöser sein in den USA? First Republic Bank heute auf ein neues Allzeittief gefallen, dazu gleich mehr. Also hier haben wir ja diese Argumente. Schauen wir uns mal hier etwa die Marktbreite an. Gestern massive Rallye im Nasdaq. Ich glaube 2,5% oder 2,6% gestiegen, zunächst wegen Meta, dann kam noch Amazon nachbörslich mit Zahlen, booms die Aktie nochmal nach oben, dazu gleich mehr. Und wir sehen aber, dass wir, obwohl wir diese massive Rallye hatten oder der Nasdaq jetzt ja in letzter Zeit nicht so schlecht gelaufen ist, haben wir immer noch 166 mehr neue Tiefs als neue Hochs bei den Nasdaq-Aktien. Also die Marktbreite stimmt nicht. Wir sehen also nicht, dass der breite Markt jetzt wirklich zulegen kann. Die Big-Tech-Aktien, die großen sieben, haben 31% hinzugewonnen seit Jahresbeginn und der Rest des S&P 500 dagegen nur 3%. Das ist so ähnlich, wie wir Situationen schon mal hatten. Und schauen wir uns mal den Wilshire 5000 an. Das ist praktisch alles, was an Aktien in den USA irgendwie rumläuft. Das ist ein Index, der alle Aktien, die börsengelistet sind, umfasst in Relation zum BIP der USA, also zur Wirtschaftsleistung. Und wir sehen, nein, wir sind nicht auf einem Allzeithoch, aber wir sind weit über 180%. Wir hatten damals kurz vor dem Corona-Crash hatten wir die Situation, dass wir mal bei 220% waren. Wir waren auch selbst in der Dotcom-Blase nur bei 160%. Also wir sehen, das ist schon eine extreme Bewertung in Relation zur Wirtschaftsleistung der USA. Und jetzt will man uns erzählen, wir sind am Anfang eines neuen Bullenmarktes. Das ist der Boden der Aktienmärkte bei einer solchen Bewertung. Das ist natürlich eine sportliche These, kann man sagen. Und hier sehen wir mal diese Risikoprämien für Aktien in Relation zur sicheren Rendite für US-Staatsanleihen etwa. Die tendiert gegen Null. Das war schon negativer etwa, gerade im Vorlauf von 1987, aber ich bekomme halt wenig, wie soll man sagen, Ausgleich, wenig Prämie dafür, dass ich Aktien kaufe, die natürlich ein Risiko darstellen, eine Chance, aber eben auch ein Risiko. Also auch hier ein Haken unter die These von oder unter die Argumente damals von Druckenmiller. Wir sehen jetzt, dass in der letzten Woche 1,2 Milliarden Dollar in Aktien geflossen sind, in Technology-Aktien, also in Tech-Aktien. Das ist der größte Wert seit jetzt dem November letzten Jahres und alle wollen dabei sein. Ja, es ist natürlich alles ganz toll, aber was ist denn, wenn eine Rezession kommt? Und so vieles deutet ja auf eine kommende Rezession in den USA hin. Schauen wir uns mal hier eben die Bewertungsniveaus an, Rendite-Risiko-Verhältnis, und Diego Fastnach hat herausgearbeitet, wie Alexander Vogt hier sagt, dass im Falle einer Rezession der Technologiesektor in der Vergangenheit stets zu den schwächsten Sektoren
gezählt hat. Diesmal hat man ja sich gesagt, okay, wir kaufen Big Tech, wir kaufen eine Apple, wir kaufen eine Microsoft, weil das sind sichere Häfen, falls die Bankenkrise eskaliert. Aber diese Bankenkrise wird eben wahrscheinlich schon deshalb zu einer Rezession führen, weil die Banken weniger Kredite vergeben, dadurch weniger investiert wird, dann dieser ganze Rattenschwanz kommt. Und hier sehen wir mal, wie casinomäßig das Ganze hier zugeht. Gestern ja die Amazon-Aktie nach den Zahlen zunächst mal 12% gestiegen, hat damit mal 120 Milliarden Dollar an der Marktkapitalisierung gewonnen. Das ist das Dreifache des BIPs von Bolivien, nur mal am Rande gesagt. Und dann allerdings 140 Milliarden Dollar in einer Stunde verloren, nachdem im Earnings Call die Amazon gesagt hat, okay, wir sehen, dass die Cloud-Umsätze deutlich rückläufig sind jetzt im April, dass die Kunden deutlich vorsichtiger werden. Die Amazon-Aktie heute auch über 4% im Minus, hatte ich zuletzt gesehen. Und wenn wir uns die Berichtssaison mal insgesamt anschauen, knapp die Hälfte hat jetzt berichtet. Wir sind bei den Earnings leicht im Minus, also wir haben praktisch eine Gewinnrezession, könnte man sagen. Und das schon seit 4 Quartalen. Das heißt, die Kurse der Aktien steigen, aber die Gewinne der Aktien nehmen nicht zu. Das heißt, die Bewertungen werden immer höher. Und interessant ist, dass wir in dieser Berichtssaison jetzt zum Beispiel sehen, dass bei den Aktien, bei den Unternehmen, die die Erwartungen übertreffen, die natürlich vorher sehr stark gesenkt wurden, aber die Erwartungen übertreffen, dass die durchschnittliche Performance dieser Aktien bei minus 0,06% liegt, historisch gesehen bei plus 1,6%. Und wir sehen, dass diejenigen, die verfehlen, da ist die Reaktion minus 3,51% gegenüber historisch durchschnittlich minus 3,33%. Also wir sehen, da ist irgendwas im Busch. Die Umsätze sind noch weiter gestiegen, ja, aber die Margen gehen zurück, die Profite gehen zurück. Hier sehen wir mal von Diego Fastnacht Grundstoffe, vor allem Technologie, Gesundheit, Gewinner dagegen Industrie und Energie. Und Diego Fastnacht, wie ich auch sagt, also diese Gewinnschätzungen, die sind, oder diese Schätzungen, das, was man erwartet, die sind eigentlich für die Katz, weil die eben regelmäßig so stark gesenkt werden, dass es wirklich keine Kunst ist, da auch mal drüber zu springen. Und hier sehen wir einen Tweet von Tom McLellan, eine Legende in Sachen Technik, Charttechnik, Indikatoren, der sagt hier, die NYSE Total Volume Ratio zeigt exzessive Spekulation, ist also durchaus jetzt nicht so, dass alle pessimistisch sind, im Gegenteil, viele sind ja maximal investiert, CTAs, Hedge Funds sind dick drin. Und hier sagt dann Bank of America's Hartnett, wir bleiben bärisch für die wirtschaftliche Entwicklung, wir werden bald große Probleme am US-Arbeitsmarkt sehen und eine Gewinnrezession sehen, so sagt er. Dementsprechend sei es sinnvoll, vorsichtig für Aktien zu sein. Hier haben wir mal jetzt eines der für mich entscheidenden Kriterien, Liquidität. Wenn viel Liquidität da ist, steigen Aktien, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Da muss ich mich an die eigene Nase fassen. Das habe ich oft und lange nicht so richtig kapiert. Gar keine Frage. Aber jetzt haben wir eben eine Verknappung von Liquidität. Hier sehen wir etwa mal diesen Liquiditätsindex. Das sind die Bank Reserves at Fed, wie das auch genannt wird. Das geht steil nach unten, aber die Aktienkurse sind gestiegen. Hier sehen wir mal Bank Lending, also Kreditvergabe der US-Aktien plus. Es geht richtig krass runter, eben wegen dieser Bankenkrise. Kunden haben Gelder abgezogen. Die Banken müssen jetzt bei der Fed Notkredite beantragen. Die sind teuer, an die 5% durchschnittlich. Das geschenkte Geld, das sie nicht verzinst haben, also jemand öffnet ein Konto, packt da Geld rein, kriegt minimale oder gar keine Zinsen. Das ist praktisch geschenktes Geld für eine Bank, weil sie mit diesem Geld arbeiten kann. Jetzt muss sie dieses Geld ersetzen, das billige, praktisch umsonst Geld der Kunden, durch teures Fed-Notkreditgeld. Das geht direkt in die Marge und verhindert, dass man dann eben freudig Kredite vergibt. Und was wird jetzt die Fed tun? Das ist die große Frage. Jetzt nächste Woche ja die Sitzung der US-Notenbank. Heute sehen wir in etwa die Erwartungen bei den PCE-Verbraucherpreisen getroffen. Allerdings wurden eben die Vorjahresmonate waren höher bei dem PCE-Deflator
Und jeweils auch in der Kernrate wurden die Vormonate zum Vorjahresmonat nochmal angehoben. Also es ist hier nicht erkennbar, dass dieser Inflationsdruck komplett nachlässt. Ja, es geht zurück, aber es ist eben nach wie vor viel zu hoch. Und dementsprechend preisen auch die Fed Fund Futures jetzt ein, dass mit einer an die 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit die Fed nächste Woche die Zinsen nochmal anheben wird. Warum? Auch weil eben der Lohndruck nach wie vor da ist. Wir sehen hier etwa das, was sehr, sehr wichtig ist, die Arbeitskosten, die sind 1,2% gestiegen, erwartet war nur 1,1%. Also wir haben nach wie vor diesen Lohndruck, der verhindert, dass die Inflation runterkommt. Und auf der anderen Seite haben wir Schwierigkeiten schon in Sachen Kredite. Hier sagt etwa Capital One, großer ein Kreditgeber in den USA. Wir erwarten einen Anstieg der Delinquencies, also der Zahlungsausfälle. Das wird wiederkommen. Man erwartet eben, dass auch der Arbeitsmarkt deutlich abkühlt und dass die Arbeitslosenquote Ende 2023 über 5% liegt. Wir sind ja jetzt mal gerade bei 3,6%. Also das wäre schon ein ziemlich dicker Anstieg, der hier passieren würde. Hier sehen wir mal die Delinquency Rates, die hier nach oben gehen. Alles noch auf vergleichsweise moderatem Niveau, gar keine Frage, aber es geht eben nach oben. Und was nach unten geht, ist sozusagen die Ausgabenfreudigkeit der Amerikaner. Warum? Weil die sparen, hier sehen wir das mal, oder hier sehen wir zunächst mal die Credit Card Delinquencies, normalerweise der Vorlauf zu einer Rezession, Zahlungsausfälle signalisieren, da stimmt etwas nicht mehr mit dem Konsumenten, der kann nicht mehr oder Teil dieser Konsumenten können nicht mehr. Also fangen die Leute an zu sparen. Das sehen wir hier. Die Sparquote in den USA ist von 4,8 auf jetzt 5,1% gestiegen. Der höchste Wert seit dem Jahr 2021. Und dann haben wir natürlich noch dieses Bankenthema. Wir haben jetzt gestern ja Daten bekommen, die gezeigt haben, dass 58 Milliarden Dollar wieder in Geldmarktfonds geflossen ist, die ja auch mit um und bei 5% verzinst sind, also wieder Gelder abgeflossen sein müssen von Banken. Heute Abend, 22 Uhr um und bei, kommen wieder die neuen Daten der Fed über die Bankeinlagen. Da wird man dann wahrscheinlich sehen, dass da wieder einiges rausgeflossen ist. Und hier rechts sehen wir mal dieses Discount Window Lending und die verschiedenen Programme der Fed. Also was da praktisch der Fall ist an Notkrediten, die noch ausstehen oder respektive neu vergeben wurden. Das hat sich deutlich nicht entspannt, könnte man sagen. Und nach wie vor nicht wirklich entspannt ist auch die Lage in Deutschland in Sachen Inflation. Die ist zwar jetzt von 7,4 auf 7,2% gesunken, weil die Nahrungsmittelpreise zum ersten Mal seit 1,5 Jahren langsamer gestiegen sind, sind weiter gestiegen, aber eben langsamer. Die Kernrate ist allerdings mit 5,8% nach wie vor extrem hoch, neues Allzeithoch bei der Kernrate. Und das alles bei einer stagnierenden Wirtschaft. Man hat jetzt das Vorquartal nach unten revidiert auf minus 0,5. Und das jetzige Quartal, also das abgelaufene erste Quartal, bei praktisch plus minus null. Also haben wir nach wie vor eine hohe Inflation und da aber kein Wachstum. Das heißt, wir haben Stagflation. An diesen Begriff werden wir uns wahrscheinlich noch gewöhnen müssen. Abschließend, meine Damen und Herren, noch zwei Empfehlungen, bevor ich Sie ins lange Wochenende entlasse. Bankenkrise geht weiter, Notkredite der Fed steigen. Da nochmal die Zahlen dazu, dass Sie diese Zusammenhänge besser einordnen können. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung. Jetzt die Frage, was passiert mit der First Republic Bank? Die Aktie heute fast 30% im Minus, als ich zuletzt geguckt habe. Neues Allzeittief. Die Frage ist, kommt da was jetzt am Wochenende? Sonst wird es so ähnlich wie mit der Credit Suisse. Da haben die Schweizer ja gesagt, die mussten wir retten, weil schon am nächsten Tag, am Montag, wäre die Pleite gegangen. Wir werden sehen, was passiert. Diese beiden Artikel möchte ich empfehlen. Wir sehen uns mit den Videos wieder am Dienstag, aber schauen Sie auch am Wochenende und am Montag rein, auch wenn hier da Börsenfeiertag ist. Wir werden bei Finanzmarktwelt wieder Artikel reinstellen. Ich sage Servus und Ciao.